Jennifer Lange sorgt mit ihrem neuen Urlaubsbild auf Instagram für Aufsehen. Ihr Fans sind verwirrt, hat sie wirklich kein Höschen an? Die einstige Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange, 27, präsentiert ihren tollen Körper gerne in den sozialen Medien. Mit ihrem neuen Partner Darius Zander, 37, reist sie zurzeit mit einem Van durch Frankreich. Dabei hält Lange ihre rund 362.000 Follower innen immer auf dem Laufenden. Diesen ist nun allerdings ein brisantes Detail bei Jennys neuem Bild aufgefallen. Die 27-Jährige sitzt scheinbar hüllenlos mit angewinkelten Beinen auf einem Felsen, die Arme sind vor ihren nackten Brüsten verschränkt. Ihre Fans sind irritiert und meinen, Jennys Intimbereich erkennen zu können. Jennifer Lange, sie lässt tief blicken, hat die ehemalige Freundin von Ex-Bachelor André de Mangold, 34, wirklich keine Bikinihose an. Omg. Sehe ich das richtig? Ob es Absicht ist? Und was ist das zwischen deinen Beinen, rätseln Fans unter Jennys Post. Sieht aber ziemlich nackig aus, stellt eine weitere Userin fest. Löscht das Foto schnell, rät eine weitere Followerin. Die 27-Jährige belehrt ihre Fans aber schnell eines Besseren. Leute, ich habe ein Bikini-Hirschen an, schreibt sie selbst in den Kommentaren und scheint das Ganze mit Humor zu nehmen. Weiteres Detail sorgt für Diskussionsstoff. Eine Schwellung am Oberschenkel der Fitness-Influencerin lässt ihre Fans weiter rätseln. Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist, kommentiert Jennifer und zeigt ihren hinteren Oberschenkel, an dem sie fies gestochen wurde. Der Stich sieht nicht gut aus, sehr hilfreich ist ein Insektenstichheiler, lautet ein Tipp von einem User. Das sieht eher nach Bettwanzen aus. Die gibt's leider öfters in Hotelbetten, vermutet eine weitere Followerin. Ob Mücke oder Bettwanze, Jennifer konnte ihren Urlaub anscheinend trotzdem genießen. Schön war es in Montpellier, so die 27-Jährige.